Gopichandasana, auch Gopichandasana genannt, ist die Stellung des Yogameisters Gopichand. Rafaela zeigt, wie es geht. Bringe die Fußsohlen zusammen vom Sitzen her, dann kannst du die Beine von unten fassen, die Füße, und bringe die Fersen zum Brustkorb hin und die Zehen unter das Kinn an die Höhle der Kehle. Eventuell sogar noch weiter unten, direkt an der Kehle in der Nähe des Brustbeins. Das ist eine Variation von Gopichandasana. Zweite Variation ist von oben um die Füße und so wiederum die Fersen aufs Brustbein und die Zehen zur Kehle hin. Gopichand, auch Gopichanda genannt, gehört zu den 84 Naht-Yogis. Raja Gopichand war ein berühmter König, der seinen Königsthron entsagt hatte, um Naht-Yogi zu werden. Er wird viel besungen und viele Menschen verehren ihn. Er wird auch genannt in der Hatha-Yoga-Pradipika als einer der großen Meister. Er gehört zusammen mit Matsyendranath und Goraknath zu den wichtigen der 84 Naht-Yogis der Siddha-Tradition und zählt zu den Begründern der Hatha-Yoga-Tradition. Gopichanda Asana ist eine wunderbare Praxis, um auch die Ida- und Pingala-Nadis zu kontrollieren. Eine gute Übung, um die Hüftgelenken flexibel zu machen. Eine schöne Übung auch für das Gleichgewicht. Als Variation gibt es auch, dass du die Knie dabei auf den Boden gibst, aber vom Gleichgewicht her besser ist es, die Knie oben zu halten und so die Zehen zu dir hinzuziehen. Mehr Informationen über andere Asanas und die anderen Asanas der 84 Naht-Yogis findest du auf unserer Internetseite wiki.yoga-vidya.de.